Willkommen hier bei Asphalt Art zu einem erneuten Effizienzvideo. Hinter mir steht der neue Alfa Romeo Stelvio mit dem 2 Liter Turbobenziner und 280 PS. Es gibt dieses Mal aber zwei Besonderheiten in diesem Video. Erstens, ich drehe dieses Video leider nochmal alleine, denn Jan hat so hart erwischt, er liegt immer noch mit einer Erkältung flach und ihr sollt ja trotzdem Content bekommen und deshalb drehe ich natürlich alleine für euch. Und Besonderheit Nummer 2, Jan und ich sind zurzeit so viel auf Events unterwegs, um für euch Videos zu produzieren, dass ich es mit der Zeit einfach nicht schaffe, alle drei 300 Kilometer Runden an einem Tag zu fahren, weshalb ich das aufteilen muss. Ich will es euch aber wenigstens gesagt haben für die Transparenz. Nichtsdestotrotz geht's jetzt los, dank der Unterstützung von unserem Partner leasingmarkt.de. Erstmal gibt es wie immer ein paar Infos zum Auto. Unter der Haube von unserem Stelvio steckt ein 2 Liter rein Vierzylinder Turbobenziner mit 280 PS und 400 Newtonmeter Drehmoment. Das Ganze dank Q4 verteilt auf alle vier Räder und gekoppelt an eine 8-Gang-Automatik. Laut WLTP braucht er damit 8,3 Liter auf 100 Kilometer, schafft den 0-100-Sprint in 5,7 Sekunden und läuft maximal 230 km/h. In den Tank passen 64 Liter, das ist ziemlich viel für unsere heutigen Verhältnisse. Dadurch kommt auch die WLTP-Reichweite von 770 Kilometer zustande und der Stelvio wiegt, wie wir ihn fahren, 1755 Kilo. In der Basis steht der Stelvio normalerweise auf 20 Zoll Alufelgen, wir fahren aber Winter Räder in den Dimensionen 235 55 R19. Mit 1,84 sitze ich hier vorne im Stelvio wirklich gut. Ich komme überall sehr gut ran. Das Lenkrad liegt gut in der Hand. Ich kann gut rausgucken und ich möchte an dieser Stelle mal ein ganz explizites Lob an Alfa loswerden. Das hier und das hier und das hier alles, das ist nicht Klavierlack schwarz. Es gibt allgemein, bis auf diesen Schalthebel hier oder Gangwahlhebel, kein einziges Stück Klavierlack schwarzen Kunststoff in diesem Innenraum. Und auch hier hinten kann ich mit 1,84 noch wirklich gut hinter mir selbst sitzen. Kniefreiheit ist da, ich kriege die Füße komplett unter den Sitz. Ich stoße noch lange nicht mit dem Kopf an. Gibt aber auch Sachen, die stören mich. Ich habe keine dritte Klimazone. Ich habe nur einen USB-C und einen USB-A-Anschluss. Muss mich da also immer entscheiden. Und die Türtaschen sind wirklich klein. In den elektrisch öffnenden und schließenden Kofferraum passen, so wie er hier steht, 525 Liter rein. Bei umgelegter Rücksitzbank werden es bis zu 1600 Liter bei 595 Kilo Zuladung. Sollte das nicht reichen, darf ich auch noch 75 Kilo aufs Dach laden oder ich hänge einen Anhänger dran an die vollelektrisch ein- und ausfahrende Anhängerkupplung. Darf ich Anhänger von 750 Kilo, wenn er ungebremst ist, bis 2300 Kilo, wenn er gebremst ist, anhängen und die dürfen eine Stützlast von 95 Kilo haben. Den Stelvio gibt es in drei Ausstattungslinien. Los geht's bei Sprint, dann kommt Veloce und dann gibt es noch TI. Er kostet mindestens 59.000 Euro. Unser Testwagen kostet nachkonfiguriert 72.150 Euro. Du kannst den Stelvio natürlich auch leasen und das am besten bei leasingmarkt.de, denn das ist Deutschlands größter Marktplatz für Leasingangebote. Das bedeutet, die haben nicht nur die meisten, sondern auch die besten Angebote für dich. Ich habe dir hier in die Beschreibung mal den Direktlink zu allen Stelvio-Angeboten gepackt. Du kannst da aber natürlich auch jedes andere Auto leasen, wofür du dich interessierst. Und wenn du eins gefunden hast, dann solltest du unbedingt mal deine Wunschdaten eingeben. Kilometerlaufleistung, die du brauchst, Anzahlung, die du dir vielleicht leisten kannst oder leisten willst und so weiter und so fort. Und dann eine Anfrage an den Händler abschicken, denn das ist komplett kostenlos und unverbindlich. Du musst keine Angst haben, dass du dann schon irgendwas bezahlen musst. Und dann kriegst du komplett kostenlos mal dein exaktes Angebot für deine Leasingrate von deinem Traumauto zurück. Jetzt geht's los. Wo fahren wir lang? Wir starten hier in Tornau auf die A14 in Richtung Magdeburg, fahren bis zum Kreuz Bernburg, drehen dort, fahren zurück auf die A14, fahren bis zum Schkeuditzer Kreuz nach Süden runter, wechseln dort auf die A9 in Richtung Berlin bis zur Abfahrt Brück, drehen dort wieder, fahren zurück auf die A9, fahren dann auf der A9 bis zur Abfahrt Halle. Dort geht es auf die B100, also eine Landstraße bzw. Bundesstraße. 10 Kilometer wieder bis zur Auffahrt auf die A14 und dann das kleine letzte Stück A14 zurück zum Autohof Tornau. Das sind ziemlich genau 300 Kilometer. Warum fahren wir so lang? Es reicht einfach nicht, nur 100 Kilometer zu fahren, um einen Verbrauch zu ermitteln. Es müssen schon wenigstens 300 sein. Das hat meine Erfahrung aus den Hypermiling-Videos mit Albrecht ergeben. Und Start und Ziel müssen identisch sein, denn nur dann ist der Höhenunterschied ausgeglichen. Denn es bringt ja nichts, wenn ich auf einer Strecke mal bergauf fahre und auf der nächsten wieder bergab. Bringt uns zu Punkt 2. Wie fahren wir eigentlich? Wir fahren drei Runden. Einmal 80, einmal 130 und einmal Vollgas. Und jetzt noch mal ganz kurz zur Aufklärung hier. Ich fahre ja an drei verschiedenen Tagen und da wir das immer für euch möglichst transparent halten wollen, sage ich euch das natürlich vorher. Aber
Auch wenn die Runden an unterschiedlichen Tagen stattfinden, wird das Auto immer an derselben Zapfsäule bis zum ersten Klick vollgetankt und wir starten selbstverständlich immer mit einem komplett warm gefahrenen Auto. Und zack, der Stelvio ist voll, hat nicht viel gefehlt. Ab geht's auf die Autobahn. Es ist Dienstag, der 14.11., 12.46 Uhr. Hier ist der Kilometerstand des Autos, der beträgt 17.458. Und jetzt setze ich hier die Kilometerzähler zurück. Trip A 0, zack, und Trip B nullen wir auch. Und jetzt, bapp, geht's ab auf die Bahn. Wir befinden uns auf der 80 km/h Runde und dazu als erstes mal folgende Info, weil immer wieder Kommentare dazu kommen. Wir fahren natürlich nicht stur -80. Wir fahren im Fluss der LKW mit. Wir zwingen also nie einen LKW dazu, uns zu überholen. Wir fahren also so zwischen 80 und 100, je nachdem, wie schnell der LKW fährt, hinter dem wir hinterher fahren. Und das bringt mich auch schon zum ersten Punkt. Wir fahren hinter einem LKW, um den Windschatten des LKWs mitzunehmen, um weniger zu verbrauchen. Wir fahren allerdings nicht im vollen Hypermiling-Trim. Die Reifen sind auf dem normalen empfohlenen Luftdruck, alle Komfortverbraucher sind an, ich fahre mit Abstandsregeltempomat, die Klimaanlage steht auf 21 Grad, wie auf allen anderen Fahrten auch, und ich darf auch Musik hören. Ansonsten tut der Stelvio nicht so viel dafür, sparsam zu fahren. Wir haben eine 8-Gang-Automatik, wir haben keinen Eco-Fahrmodus, ich fahre im Fahrmodus normal und wir haben hier ein Allradsystem. Der Stelvio, ja, kann also jetzt nur so sparsam bewegt werden, wie er von Haus aus kann und hat dafür nicht irgendwelche Maßnahmen, die er noch zusätzlich treffen kann. Ich bin also gespannt, was hier für ein Verbrauch rauskommt. Das war die sparsame Runde. Wir sind wieder am Autohof nach 3 Stunden 41 in einem Durchschnittsverbrauch von 5,8 Litern auf 100 Kilometer. Und zack, der Stelvio ist wieder voll. Jetzt geht's auf Runde 2. Kurze Unterbrechung, wenn du zu den Leuten gehörst, die sagen, Neuwagen, lass mich in Ruhe, 70.000 Euro kann ich besser investieren, kann ich das verstehen? Ich zum Beispiel suche gerade nach einem gebrauchten Ami. Und wenn du auch so ein Auto suchst, gerade als Importfahrzeug aus Amerika oder aus Japan oder aus den Emiraten zum Beispiel, da gibt's nämlich oft richtig gute Preise auf dem Gebrauchtmarkt, will ich dir dafür ein Hammer-Tool an die Hand geben, nämlich carvertical.com. Da nimmst du einfach die Fahrzeugidentifikationsnummer von deinem Gebrauchtwagen, gibst die in die Suchmaske ein und bekommst einen Damage Report. Und dieser Damage Report sagt dir dann genau, was ist in der Historie deines Gebrauchtwagens passiert. Gab es mal irgendwelche Unfallschäden, von denen dir der Verkäufer vielleicht nichts erzählt? Gerade bei so Importfahrzeugen sehr wichtig. Wie viele Vorbesitzer hatte das Auto eigentlich? Ist der Kilometerstand so wirklich korrekt, wie er im Armaturenbrett angezeigt wird? Oder hat den vielleicht einer nach unten gedreht, um den Preis nach oben zu schrauben? War das Ding mal als Taxi oder als Mietwagen im Einsatz? War es jemals irgendwo gestohlen gemeldet? Auch nicht so ganz unwichtig. All das erfährst du im CarVertical Damage Report. Und jetzt kommt das Beste. Für dich als Asphaltart-Zuschauer gibt es sogar noch mal 10% Rabatt auf diesen Service. Entweder mit dem Link in der Videobeschreibung oder am besten einfach beim Checkout auf carvertical.com den Code ASPHALTART benutzen und 10% Rabatt abstauben. Also danke fürs Werbungsschauen. Jetzt geht's weiter mit dem Alfa Romeo Stelvio. Hier der Zeitsprung. Heute ist Donnerstag, der 23.11., 10.04 Uhr. Ich lasse den Stelvio jetzt an und setze hier natürlich auch alles zurück. Zack. Gedrückt halten, Trip A auf 0 und Trip B werden wir auch nullen. Zack, und jetzt geht es ab auf die Autobahn. Es ist 10.04 Uhr, habt ihr schon, und es sind 6 Grad draußen. Wir haben jetzt insgesamt 17.875 Kilometer auf dem Tacho, aber ihr seht ja nach der Runde dann auch hier die Fahrstrecke. Auf dieser Runde, also der 130 km/h Referenzrunde, der Name sagt es schon, fahre ich dort, wo es geht, 130 km/h, also Richtgeschwindigkeit. Natürlich halte ich mich an jedes Tempolimit, ist ja logisch. Ich kann also nicht überall 130 fahren. Und wenn ich meinen LKW oder irgendwen überholen muss, dann kann es auch sein, dass ich mal für einen ganz kurzen Moment über 130 fahre, einfach um möglichst gut mit dem Verkehrsfluss mitzuschwimmen. Bei der 130 km/h Runde, also unserer Referenzrunde, geht es auch immer darum, was fahren wir hier eigentlich genau für einen Antriebsstrang? Im Falle des Alfa Romeo Stelvio fahren wir einen 2 Liter reinen Vierzylinder Turbobenziner mit 280 PS und 400 Newtonmetern Drehmoment. Das Ganze ist gekoppelt an ein 8-Gang-Automatikgetriebe von ZF.
Und das Getriebe, das möchte ich an dieser Stelle wirklich mal loben, das schaltet super weich, egal ob hoch oder runter, da gibt es wirklich nie einen Rucken. Und was ich auch echt angenehm finde, mit diesem 8-Gang-Getriebe, oder besser gesagt, dieses 8-Gang-Getriebe, das hält diesen 2-Liter-Vierzylinder auch wirklich richtig bei Laune. Das schaltet schön schnell runter, das schaltet aber auch dementsprechend schön schnell wieder hoch bis in Gang 8, um mit wenig Drehzahl zu fahren. Und jetzt bei 130 fahre ich so knapp mit unter 2000 Umdrehungen. Das ist wirklich eine angenehme Sache. Was ich hier jetzt auf der 130-Runde aber, wir wollen ja hier auch was bemängeln, so, auch aber bemängeln muss, das ist für mich so ein klein bisschen das Fahrgeräusch. Ist jetzt nicht unangenehm laut, aber man hat schon ganz merkliche Windgeräusche. Ich könnte immer noch locker telefonieren, aber ich würde mir doch wünschen, hier in so einem Fahrzeug, was für mich ja schon so in Richtung Premium geht, dass es ein kleines bisschen leiser wäre. Ich bin jetzt sehr gespannt, was der Stelvio auf der 130 km/h Runde für einen Verbrauch einfährt. Das war die 130 km/h Runde und hier sind die dazugehörigen Daten. Jetzt wird vollgetankt und dann geht's weiter. Und damit ist der Stelvio wieder voll. Selbe Zapfpistole, selbe Zapfsäule. Ab geht's auf die letzte Runde. 12.59 Uhr, weiterhin Donnerstag, der 23.11. Hier habe ich gerade blöderweise den Bordcomputer schon genullt. Ich mache das mal nochmal. Hier seht ihr noch den vorhergehenden. Und jetzt null ich, dass wir wirklich ganz frisch anfangen. Zack, und jetzt geht's ab auf die Vollgasrunde. Wie immer vorneweg bei der Vollgasrunde. Die heißt zwar Vollgasrunde und ja, wir fahren natürlich auch zügig, aber natürlich nur im Rahmen der Straßenverkehrsordnung. Ich halte mich selbstverständlich an jedes Tempolimit. Es wird nicht gedrängelt, es wird nicht rechts überholt, es wird niemand weggelichthub. Es wird sich also immer an die Verkehrsregeln gehalten. Dennoch versuche ich einfach eine zügige Reisegeschwindigkeit zu fahren und das ist ganz wichtig. Das hier ist natürlich auch kein Rennen. Ich fahre jetzt im Fahrmodus D, also Dynamik. Zur Verfügung stehen A für so schwierige Bedingungen, Schnee oder Nässe, N wie normal, darin bin ich die anderen beiden Runden gefahren und eben D für Dynamik. Das Getriebe geht dabei nicht in S und das finde ich sehr angenehm. Es ist nur alles sehr aufmerksam und angespannt. Wenn ich jetzt also ans Gas gehe, schaltet die 8-Gang-Automatik sehr zügig 1, 2, 3 Gänge runter. Das fühlt sich gut an und wenn ich aber dann auf Geschwindigkeit bin und nicht mehr die Leistung brauche, schaltet die Automatik auch direkt wieder in einen hohen Gang. Das finde ich sehr angenehm. Und ich muss euch sagen, der Stelvio, der liegt gut auf der Straße. Das fühlt sich gut an. Ich fahre gerne mit dem Auto ein bisschen zügiger. Der liegt gut in der Kurve. Das Einzige, was ich mir hier anders wünschen würde, wäre, dass die Bremse vielleicht ein bisschen größer dimensioniert wäre. Die macht alles souverän mit, was ich hier abverlange. Ich habe aber das Gefühl, also jetzt so sehr oft aus sehr hoher Geschwindigkeit sehr stark runterbremsen, das gefällt der Bremse nicht unbedingt so gut. Und es gibt noch eine weitere Sache, die gefällt mir nicht so gut, und zwar die Verkehrszeichenerkennung. Die erkennt wirklich sehr oft irgendwas Falsches. Die sagt mir 100, obwohl unbegrenzt ist. Oder was mir vorhin auch passiert ist, das darf natürlich überhaupt nicht sein. Ich überhole einen LKW, der hinten am Heck so ein 90-Km/h-Schild stehen hat und zack, zeigt mir die Verkehrszeichenerkennung von unbegrenzt plötzlich an. Es wären 90 km/h Tempolimit und das ist natürlich nicht so besonders gut. Ihr hört es gerade nicht, denn wir müssen gerade etwas langsamer fahren, wir haben Verkehr vor uns, aber ich bin gerade schon kurz etwas schneller gefahren. Ab spätestens 160, dazu wollte ich nämlich auch noch einmal kommen, würde ich hier drin auf gar keinen Fall mehr telefonieren wollen und selbst das Musik hören ist schon nicht mehr wirklich angenehm, denn ich muss bei 160 schon echt laut drehen. Da gibt es andere Autos in dieser Fahrzeugklasse, die sind einfach deutlich leiser. So Leute, das sind die Werte von Runde Nummer 3 der Vollgasrunde, 15 Liter, aber ja, ich sag mal so, mal sehen, wie viel reingeht. Ja gut, das war's. Jetzt wird ausgerechnet. Auf der 130 km/h Runde, also der Referenzrunde, haben wir gebraucht 2 Stunden und 38 Minuten. Das ergibt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 114 km/h, was ganz ordentlich ist bei 130 km/h Vmax. Der Bordcomputer hatte angezeigt 9,5 Liter auf 100 Kilometer. Errechnet an der Zapfsäule waren es dann 9,3 Liter auf 100 Kilometer. Das bedeutet, der Stelvio erreicht eine Reichweite von 688 Kilometern. Auf der sparsamen Runde mit 80 km/h bzw. hinter den LKWs haben wir gebraucht 3 Stunden und 41 Minuten. Das ergibt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 82 Kilometern pro Stunde. Der Verbrauch wurde mit 5,8 Litern auf 100 Kilometer im Bordcomputer angezeigt. Errechnet waren es tatsächlich aber nur 5,6. Und das ergibt eine theoretische Reichweite von 1142 Kilometern. Ja, und jetzt die schnelle Runde. Wir haben gebraucht
2 Stunden und 9 Minuten. Das ergibt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 139 km/h, was schon relativ flott ist auf 300 Kilometer. Und jetzt kommt's. Der Bordcomputer hatte angezeigt 15 Liter auf 100 Kilometer. Und ich habe mich schon gewundert, denn das hat der Bordcomputer bereits nach, ja, weiß ich nicht, 50 Kilometern oder so angezeigt. Und dann hat sich auf den gesamten 300 Kilometern Strecke nichts mehr daran getan. Überraschung, das ist offensichtlich das Maximum, was der Bordcomputer im Durchschnittsverbrauch anzeigen kann. Denn errechnet lag der Verbrauch bei 20,5 Litern auf 100 Kilometer, was dann nur noch eine Reichweite von 312 Kilometern ergibt. 20,5 Liter errechneter Realverbrauch gegen 15 Liter angezeigt im Bordcomputer ist ein Plus von 36%. Und nicht nur das, das ist auch einfach ein richtig hoher Verbrauch für den Antriebsstrang. Nicht vergessen, hier ist nur ein 2 Liter Reihenvierzylinder drunter. So richtig effizient ist das also nicht. Und das liegt offensichtlich auch nicht nur an der Vollgasrunde, sondern auch bei den 130 km/h. Deutlich über 5 Liter. Das ist für mein ganz persönliches Empfinden einfach zu viel. Da würde es mich doch glatt interessieren, wie viel hätte hier der Stelvio Quadrifoglio mit dem 2,9 Liter V6 gebraucht, denn ich weiß aus eigener Erfahrung, diesen 2,9 Liter kann man relativ sparsam bewegen. Da frage ich mich doch, wenn ich schnell fahren will, also ich sag mal so auf langen Strecken 160, ist es dann rein antriebstechnisch vielleicht sogar effizienter, den Quadrifoglio zu fahren? Finde ich eine sehr interessante Frage. Was mich interessieren würde, welche Autos wünscht ihr euch noch in diesem Format? Das würde mich sehr interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne die Meinung von euch zu diesem Auto hier unten in die Kommentare. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Das am besten, indem ihr abonniert, denn dann verpasst ihr kein Video mehr. Und dann bleibt mir nur noch die Verabschiedung. Und ich sage wie immer, bleibt in Fahrt, euer Eckhardt.